Oh, guck mal, wir haben hier in der Vitrine ist hier der Spiegel und die Puppe. Ist da auch das. Hier sind die Knochen drin, aber das Ouija-Brett sehe ich nicht. Ja, wie gesagt, das hatte auch nicht funktioniert. Hier sind auch Tarotkarten. Echt? Ja, stimmt, das sind auch Ja. Tarotkarten. Stimmt, die wir schon Cool, hatten. die Knochen, die man findet und so. Das spiele ich erstmal offstream mit dir. Es ist aber immer besser, wenn du mit mehreren spielst, glaub mir, weil dann, Komm, Luna, alles gut. dann kann man grundsätzlich, weißt du, wenn du nur zu zweit bist, dann ist es schwieriger auch noch. In der Gruppe ist es immer ein bisschen einfacher. Dann kann man sich erstmal so langsam an die Sachen rantasten. Genau. Plus du kannst halt jemanden fragen, der läuft dann ein bisschen mit dir rum. Der zeigt dir das Genau. ein bisschen vielleicht auch. Genau, und wenn du halt allein spielst dann oder du zweit spielst, dann musst du halt viel mehr Sachen sofort beherrschen, weil du musst die Sachen ja trotzdem alle machen. Wir erklären dir alles. Achso, ich habe keine Erfahrungspunkte bekommen. Verdammt. Ah, scheiße, ist das doch, Mann. Immer noch auf 69 Erfahrungspunkten. Ah. Oh. 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 Oh, geil, ich hab Geld. Ich bin immer noch arm, aber geil. Ich hab so ein bisschen Geld bekommen. Hä, hatte ich nicht vorher mehr Geld? Für mich so arm. Pack mal hier Lampen rein. Ich packe auch gerade zwei rein. Starker. Okay, dann packe ich auch zwei rein. Also, in der Erwartung, dass wir gleich vier Leute sind. Ich warte noch mal kurz. Ich nehme mal eine Videokamera und ein Stativ, glaube ich, packe ich auch mal rein. Dann war es das aber auch schon wieder. Kann ich vielleicht sonst noch mal irgendwie was holen? Was ist das hier? Was ist dieses Gerät eigentlich im Shop, in der zweiten Reihe ganz rechts? Weiß nicht. Also neben dem Feuerzeug das. Geh mal Ach, das ist ein drauf, drück mal aufs Bewegungssensor. Plus. Ein Bewegungssensor ist das. Stimmt, das kann sein. Ja, genau. Dann siehst du nämlich immer rechts, was sich tut. Genau. Ist das normal, dass die Grafik etwas pixelig ist? Das kann sein. Das ist jetzt, ich sag mal, es ist jetzt nicht das hochauflösendste Spiel, sag ich mal. So, ich guck mal eben. So, ich schicke dir mal eben den. So, das ist der Code, den musst du dann gleich bei Spiel beitreten eingeben. Gut, und den Weg ins Discord, der ist ja nicht das Thema, denke ich mal. Haben wir. Warte mal, Kruzifix. Alter! Haben wir uns ja schon alles reingepackt! Ich habe von allen eins so reingepackt, was ich mitnehmen konnte, ja, oder was ich habe. Räucherstäbchen haben noch keine. Haben noch keine Guck mal, ich habe Pillen. euch da unten Spielzeug hingeschmissen, dann könnt ihr Dieses. das wieder aufbauen. Ich hol mal Sanity Pillen. Och, was. Ja. Hast du jetzt alle Bauklötze runtergeschmissen? Sag mal, Dusi, du hast schon ein bisschen Langeweile gerade, Ja, oder? ich habe halt kein Geld. Ted sagt Nein zu diesem Stream raus. Finde ich war so eine coole Sache. Oh, ey, das tut mir leid. Aber es wundert mich irgendwie gar nicht mehr, dass dein Internet nicht funktioniert. Du musst das echt mal fixen. Das ist doch doof. Oh. Weißt du, guck mal. Guck mal, ihr beiden da oben. Ich bin richtig stark. Ich habe einen Jenga-Stein. Ja? Lucy? Momentchen kurz, mein Sohn ist gerade hier. Ah, okay. Hier, guck mal, Fabi. Ich bin so stark, ich werfe euch einen Jenga-Stein hoch. Versuch ihn zu fangen, geht nicht. Das mit dem Aufnehmen ist auch manchmal so ein bisschen hakelig, ne? Dezent. Der fliegt gar nicht so hoch. Nee, ich bin voll aus Lauch. Ich kann einen einzelnen Jenga-Stein nicht da hochwerfen. Man kann ja nicht springen. Ich krieg nicht den Griff, das geht nicht. Das ist doof.
So, was wolltest du? Entschuldige, bitte. Hier, ja, pass mal, guck mal, ich zeig dir mal, wie stark ich bin. Ich hab einen Jenga-Stein hier, ne? Du musst nach oben gehen. Okay, okay. Ja, ich guck von hier. Ich gucke. Oh Gott, bitte Basketball. Guck mal, ich werf einen einzelnen Jenga-Stein jetzt da hoch. Schade. Das ist so wow, ne? Das sieht so dumm aus, einfach. Ich hab's ja am Basketball nach oben geschmissen. Ich will auch mal kurz mal. Das sieht dann auch so schwach aus, wenn die da oben schmeißt und einfach mal selber zuguckt. Ich bin einfach wieder so. Weißt du, wie er sich einfach mal die Wirbelsäule komplett bricht, wenn er was wirft? Das sieht so dämlich aus, also wirklich. Das ist so doof. Ich bin die ganze Zeit, oh, Entschuldigung, Luna, Entschuldigung. Oh, ich hab dich gezogen. Hallöchen, Luna, grüß dich. Hallo. Ja, schön. Ja. Oh Mann, es tut mir leid. Wir hatten gerade Spaß mit gebrochenen Wirbelsäulen. Gab ja Zeitschriften im Wartezimmer. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe auch die Bänke extra neu lackiert und gepolstert. Die sollten okay sein. Lucy, sag mal, ist da oben eigentlich noch irgendwas, was man runterwerfen könnte? Ja. Gott, es geht sich schon wieder hoch. Hast gesehen, dass ich dir den Link, also den Einladungsding da geschickt hatte, Luna, ne? Wo denn? Also im Discord, den Code. Das ist eine Nummer und die musst du bei Mehrspieler in einer, also eingeben, wenn du einer privaten Lobby beitreten willst. Genau. Quasi ein Passwort. Sag mal, gibt's jetzt Trophäen oder sowas? Mhm. Ja. Siehst du die ja auch, den Spiegel und so? Nee, ich glaube, das sehen nur nee, die Leute, die mit so in der Runde waren, also die das auch, okay, die damit interagiert haben. Ich sehe zum Beispiel nicht die Rippen, die Lila vorhin fotografiert und mit. Ah, hier oben, die, hier oben das, links. Was man selber angefasst hat. So. Also ich sehe gar nichts tatsächlich. Bei mir ist alles leer. Also hier oben links liegt bei mir eine Wirbelsäule und hier unten ist dieser Spiegel, den wir benutzt haben. Und hier rechts sitzt die Voodoo-Puppe drin. Ja, ich sehe es im Stream. Wo muss ich den Code denn jetzt eingeben? Wenn du bei Mehrspieler bist, genau, dann gibt's unten rechts einen privaten Spiel beitreten. Mehrspieler? Genau, Mehrspieler und dann ist keine Ahnung, ich bin jetzt hier in irgendeinem Raum. Achso, du bist noch in dem Raum, ne? Achso, du musst erst Leertaste. Leertaste. Ja, genau, Leertaste. Dann kommst du auf das Clipboard. Okay. Da müsste es dann, glaube ich, mehr Spieler geben. Wie die Ballons immer wegtritt. Ist jetzt alles runtergeschmissen, Laura? Fast. Helfe. Alles gut. Hast du mehr Spieler gefunden? Ja. Okay, und dann müsste, wenn du draufklickst, müsste, glaube ich, unten rechts einem privaten Spiel beitreten stehen. Ah, okay, alles klar, ja. Da und gibst du die Nummer dann ein. Genau, und dann müsste er dich nach der Nummer fragen. Oh, ich habe die kopiert, Mann. Moment. Das ging auch früher, oder? Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nein, das ging noch nie. Sag das mal. Ach so. Ach nee, einfügen. Nee, einfügen mag er auch nicht. Oh, super, warum steht denn... Oh, wie doof ist das denn? Was denn? Moment. Ihr beiden da oben? Ich fühle mich nicht angesprochen, da ich unten stehe. Wäre es nicht schön, wenn wir mit so einer Ausrüstung in eine Runde gehen könnten? Oh. Warum? Lucy, warum stellt sich eigentlich dein Voice immer automatisch wieder hoch? Das weiß ich doch nicht. Das ist immer so weird. Ist die Luna jetzt wieder weg? Ich wollte jetzt eigentlich nicht meinen Namen droppen, das war jetzt blöd. Achso. Also ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen, also alles gut. Ja, aber wo kann ich den denn umstellen? Wenn er es nicht gesehen hat, du spielst über Steam? Ja. Da musst du deinen ganzen Steam-Namen ändern. Ach du Scheiße. Ja, dann spielt erstmal ohne mich. Ach, das ist, glaube ich, fix eigentlich, das, wenn du deine Freundesliste öffnest. Drück mal Shift und Tab zusammen, dann öffnet sich jetzt Steam, dann gehst du unten auf Freunde und Chat unten rechts, siehst du das? Moment.
Ich bin Consolero, das dauert hier gerade. Ich, sorry. Alles gut. Shift und Tab, dann öffnet sich das Steam Overlay. Ich muss das gerade selber mal probieren. Ah ja, stimmt. Shift und Tab, dann geht das. Ich mach das auch gerade mal. Und unten rechts steht dann Freunde und Chat. Dann öffnet sich nicht. Dann tab raus und öffne Steam und dann klick auf Freunde und Chat. Genau, du kannst auch raustappen auf Steam einfach und dann steht unten rechts bei Steam Freunde und Chat. Das habe ich 1:1 gerade gesagt, Fabi. Dann gehst du einfach noch deinen Namen sozusagen, der oben rechts angezeigt wird, und dann kannst du Profilnamen bearbeiten. Wenn auf den Namen drauf klickst, dann öffnet sich so ein Untermenü nochmal. Ja, okay. Genau, Profilnamen so bearbeiten. Alles klar. Da gibst du jetzt einfach irgendwie deinen Nicknamen ein. Okidoki. Aber dann muss ich das Spiel wahrscheinlich nochmal neu starten oder übernimmt er das komplett? Das weiß ich nicht. Speicher es mal kurz. Ja, habe ich. Dann muss das Spiel noch starten, ja. Ja. So. Achso, ich gehe mal eben nach oben. Fabi, hast du eigentlich schon die Wabbelfrau hier gesehen? Ja. Habe ich vorhin schon gesehen. Die ist voll eklig. Die Wabbelfrau. Ja, die ist am Wabbeln. Aber die hat auch ein schönes Mobiliar. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch seht. Oder ob ich das nur sehe mit meinem Bildschirm. Dein Bildschirm auf extra hell gestellt? Nee, aber ich habe so einen Black Equalizer, nennt sich das. Ah, okay. Der macht so schwarze Ecken ein bisschen heller immer. Also ich sehe da ist doch ein Sofa mit Tisch und so sehe ich da wo drin. Ja genau, Sofa, Tisch, Schrank da hinten. Ja, es sieht so ein bisschen bücherregalmäßig das glaube ich aus. Da hinten ist noch ein Schrank. Und sie selbst, wo steht sie eigentlich vor? Ist das eine Tür oder ist das ein Fenster? Hat sie keine Taschenlampen zum Üben? Ist ja das sieht aus wie ein Spiegel tatsächlich. Ah, okay, das könnte auch sein. Schade, von den Sachen kann man sich die hier nicht nehmen. Eigentlich bescheuert, eigentlich sollte man sich die Sachen mal nehmen können, damit man die hier mal so ein bisschen austesten könnte. Wäre doch eigentlich ja, mal ganz genau, nice. Ja, das meine ich, ja, das wäre ganz cool. Das kannst du bei Ghostwatchers zum Beispiel. Was immer noch so creepy ist, ne, wenn du von jemandem hinten, in jemanden hinten reinläufst sozusagen und du siehst dann so die Augen und den Mund, so ganz ja, komisch. Ja, das ist ganz eklig. Wolltest du gerade was sagen? Kannst du Audio bei, Push-to-Talk lassen oder wie? Nee, du kannst dich einfach komplett, also in-game muten wir dich einfach, wir reden einfach über Discord hier. Genau. Alle. Also kann ich so stehen lassen im Prinzip. Ja, genau. Okay. Ist okay. Aber ich guck nochmal eben. Vielleicht einzige, wenn du es halt brauchst, ist, wenn du Geister zum Beispiel irgendwie mit denen kommunizieren möchtest. Da musst du halt reden. Ist, vielleicht tanzt die Wabbelfrau ja auch vorm Spiegel. Vielleicht ist das eine Art neues Tektonik oder sowas. Ah, guck mal, da ist die Luna. Ja. Hä, das auf dem Bild sieht die aber anders aus als die Person, die hier gerade drin steht. Das ist unheimlich. Achso, ich will jetzt. Noch eine Warte aus. Ich finde, der passt sagen, am besten. Ich sagen, dass sie bei mir ein Mann ist, aber. Was? Also auf dem Bild, hier auf dem Bild war es ein Mann. Vorhin. Ja, aber ich höre euch jetzt irgendwie einmal im Discord und einmal in Game. Ja. Du musst auf das Clipboard gehen und dann musst du die Mikrofone klicken. Dieses Mikrofon-Symbol neben unseren Ausweisen. Ah, okay, alles klar. Genau, dann stellt er nämlich die Ingame-Soundstärke auf 0. Ja, okay, perfekt, habe ich. Muss man nur leider nach jeder Runde irgendwie machen, das habe ich mit der Dusi aber auch. Schwierigkeitsgrad habt ihr eingestellt, fortgeschritten? Genau, wir haben fortgeschritten. Fortgeschritten ist easy, keine Sorge. Du hast ja gerade schon im Stream gesehen, wie es ist, ne? Also, und wir sterben auch, also von daher ist es auch kein Thema, wenn man mal stirbt. So. Ach so, und wenn wenn man gejagt wird, beziehungsweise die Jagd läuft, am besten nicht reden, weil das Spiel ja auf deine Stimme reagiert so. Okay, ja. Am besten ist es immer. Geist, wo du bist. Am besten ist es einfach dann die Taschenlampe ausmachen. Also die Taschenlampe bedienst du mit T. Mhm. Es sei denn, du hast sie gerade in der Hand, dann ist es die rechte Maustaste, aber wenn du ein anderes Item in der Hand hast, ist es der Buchstabe T wie Theodor. Also Taschenlampe ausmachen und in irgendeine Ecke setzen. Am besten.
oder im Schrank verstecken, je nachdem, was sich gerade so anbietet. Wie setze ich mich denn? Steuerung. Oder C, das geht auch. Nee, bei mir nicht, aber okay. Ja, also mit Steuerung zum Beispiel hocke ich mich nicht hin. Ich muss das mit C machen. Ah, okay. Ja gut, dann C oder Steuerung. Es kann sein, dass ich das umgelegt habe. Weil bei mir ist Crouchen in jedweden Spielen immer Steuerung. Deswegen habe ich das wahrscheinlich dann geändert. Okay, also ich bin jetzt hier irgendwie bei der Ausrüstung. Muss ich da was machen? Nee. Du hast nämlich auch noch kein Geld, glaube ich. Das machen wir schon. Da brauchst du nichts zu machen. Das Einzige, was du gleich machen musst, ist auf Bereit klicken unten. Und du darfst natürlich, wenn du auf dem Clipboard bist, da ist ja der Pfeil nach links, ganz am Rand, und dann kommst du quasi zu den Maps, die es gibt. Da darfst du auch eine auswählen. Das wird hinterher dann per Zufallsprinzip ausgelost. Ich möchte die da haben. Ja, oder man kann auch einfach Zufall nehmen. Okay. Achso, da drücke ich auf bereit, ja, alles klar. Genau, bereit und dann, wenn alle bereit sind, dann geht's los. Wenn alle bereit sind, dann geht's los. Wenn alle bereit sind. Ja, ich hatte gerade schon bereit gemacht, deswegen hat mich das. Ja, das geht manchmal wieder weg, da muss man einmal drauf achten. Blaisdale Farmhaus, ein wunderschönes traditionelles Haus in den Wäldern. Schade nur, dass niemand hier war als Bewohner. Okay, das Spiel hat sich aufgehangen bei mir. Oh, nein, das dauert einen Moment, dauert beim eine Sekunde. Einladen, keine Sorge. Achso. Okay. Das dauert manchmal einen Moment, vor allem wenn du es das erste Mal spielst, dann denkt fast man sich so, was geht hier ab? Das ist genauso komisch, wenn man am Anfang einfach alleine in diesem Busch steht. Oh, das ist die Dusi. Hallo. Das ist die Dusi. Da ist der Rest. Hallo E-Beams. E-Beams. Wow. E-Beams. Hä? Warum haben wir hier alles an Gegenständen voll? Fabian reingecashed. Alter. Das war alles, was ich hatte. Wie hast du bitte? Das war auch alles, was ich hatte. Gott. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich Level 4 nur bin. Das verstehe ich aber auch nicht. Da. Warst du halt auch nicht, ne? Nee, ich war tatsächlich Level höher, ja. Was nehme ich denn mal? Kruzifix, also, Jagd entkommen und Kerze ausblasen. Blasen? Das Haus, das mag ich ja gar nicht. Warte mal, ich guck mal, was können wir der Luna denn am besten am Anfang mal geben, damit die jetzt nicht gleich... Auf jeden Fall eine Taschenlampe? Genau, du musst auf jeden Fall hier eine von diesen schwarzen Taschenlampen nehmen. Da ist auch noch eine da. Mit E, genau. Genau. So, dann kann sie am besten ein EMF-Gerät nehmen. Guck mal, das sind die hier, diese mit dem Regenbogen drauf. Hier so? Genau, die kann. Genau. Redest du gerade, Luna? Wenn ja, hören wir dich. Nee, ich hab nichts. Okay. Sorry. Wenn du die Taschenlampe, wenn du T drückst, dann ist die an und du kannst die auch dann auch wegscrollen und dann ist sie trotzdem an. Genau, du scrollst, weißt du? Also mit dem Scrollrad gehst du quasi deine Items durch, die du dabei hast. Genau. Maximal drei Stück kannst du haben. Du musst auch T drücken, musst sie anmachen. Ah, jetzt, alles klar. Genau. Und, ach so, okay. Die bleibt dann auch an. Du kannst dann aber, wenn die an ist, auch andere Sachen in der Hand halten und benutzen. Dein EMF-Gerät funktioniert im Haus, glaube ich, erst. Mit Rechtsklick machst du es einfach an. Und der Rest funktioniert davon alleine. Okay, jetzt schon. Wenn Geister-Action kommt, dann wird das piepen und die Lampen leuchten. Genau, so, aber... Dann, okay. Muss man gucken, wie viele Lampen da leuchten, weil 5 zum Beispiel ist ein Hinweis für unser Journal. Ja. Wenn du J drückst, öffnet sich so ein Buch. J. Ja? Ja. Und dann ist oben eine Lasche mit Beweise. Ja. Und die ganzen Sachen, die man da anhaken kann oben, so EMF und Dots und Fingerabdrücke und so, das sind die Sachen, die wir rausfinden müssen. Und wenn wir etwas rausgefunden haben, können wir daran ein Häkchen machen. Und jeder Geist hat halt verschiedene Beweise. Aber es gibt keinen Geist, der alle hat. So. Ah, okay. Okay, so. Alles klar. Und wenn du eins anwählst zum Beispiel, könntest einfach eins anklicken, dann werden unten die Geister, dann gehen dann halt welche weg, weil die dann zum Beispiel keine Fingerabdrücke hinterlassen oder so. Die fallen dann raus aus der Auswahl. Und je mehr Beweise, desto einfacher ist es dann rauszufinden, welchen Geist wir suchen.
Ach so, okay, alles klar. Ja, gut, irgendwie. Aber wenn wir den Hinweis haben, werde ich es dir nochmal sagen. Ja, ja, genau. Es ist Learning by Doing, also genau. Von daher, das ist man kann gut. Drei Items tragen, also Taschenlampe und EMF hast du schon. Du könntest jetzt theoretisch zum Beispiel noch ein Fotoapparat mitnehmen, hier. Den benutzt du halt genauso wie das EMF-Gerät dann ausrüsten und für ein Foto machen auch Rechtsklick einfach. Genau. Ja. Ich denke, was nehme ich da mal? Ich nehme mal eine Videokamera mit. Und also wie mache ich jetzt das Foto? Also ein Foto würdest du einfach mit Rechtsklick machen. Mit Rechtsklick. Ich habe ein Thermometer. Achso, okay, alles klar. Da steht aber dann auch eine Zahl. Ja, ich weiß. Da steht dann aber auch eine Zahl. Zum Beispiel, ich glaube 3 oder so, weil du nur 3 Fotos machen kannst pro Kamera. Ah, okay, alles klar. Ja. Nimm auch also ich mal. Muss dann vom Beweisen Fotos machen wahrscheinlich irgendwie. Ja, du kannst auch vom Geist ein Foto machen, wenn du es schaffst. Aber meistens ist man dann tot danach. Ja, das ist etwas schwieriger. Es gibt auch viele Geister, die kann man nicht fotografieren, weil die halt da immun sind. Ja, genau. So, ich würde sagen, einfach mal let's go, oder? Yes. Genau, einmal ins kalte Wasser. Oh, und direkt das blöde Haus. Oh, die Arme. Hä, wieso das blöde Haus? Das ist ein Haus wie jedes andere. Ich mag das Farmhaus nicht, ich mag das überhaupt nicht. Ja gut, das ist aber eine persönliche Sache. Das ist aber neu hier. Oder? Das ist neu? Was denn? Das ist hier so ein, wie heißt das nochmal? Ach, so ein Teleskop. Teleskop steht, genau. Ach, das weiß ich gar nicht. In der Regel bin ich eher im Haus gewesen. So, und das erste, was wir machen, ist zum Beispiel den Generator suchen, damit wir hier drin Strom haben. Gott, spielen wir jetzt Dead by Daylight? Wir müssen einen Generator anmachen, genau. Aber es ist nur einer. Oh, hier ist der Garten, da wollte ich jetzt nicht hin. Es ist aber auch so, wenn du... Du musst nur einmal klicken. Also aber was gleich ist, wenn du Herzklopfen hast, liebe Luna, dann ist das auch ein schlechtes Zeichen, wie bei Dead by Daylight. Okay. Dann meistens nämlich, alles ausmachen am besten. Genau, und in der Ecke hocken. In irgendeine Ecke setzen und die Klappe halten. Hallo, bist du da? Bist du ein Kind? Oh Gott, frag doch sowas nicht. Wieso gibt's so viele Türen nach draußen? Wie alt bist du? Bist du da? Hier ist ein Jackie-Cola-Dose, lol. Hast du Menschen? Was machst du da? Luna? Ja, sorry, ich muss ich tue meine Dings hier nicht, mein Headset. Du musst, um das EMF anzumachen, Rechtsklick drücken. Ja. Dann müsste die erste Lampe leuchten und jetzt musst du so durchs Haus wandern und wenn das EMF ausschlägt, ist das meistens der Ort, hier ist ein Knochen, komm mal her. Wenn das ausschlägt, ist es meistens der Raum, wo der Geist sich befindet. Hier unten ist ein Knochen, den kannst du fotografieren. Oh, ich hab Atem, oben, Badezimmer. Genau, so, perfekt. Hier, guck mal, ich hatte hier gerade Atem drin. Dann gehen wir mal zu den anderen nach oben. Ja, -3 Grad. Moment, ich muss mal alles kurz mein Headset anstecken. Ja, -3. Okay. Also, wir haben oben -3 Grad. Kommen wir mal hoch. Bist du da? Also, wir haben Gefriertemperaturen, ja? Sprich mit uns. Ja. Okay. Ja, genau. Das kannst du rein theoretisch tun, da kannst du hingehen und kannst gib uns ein Zeichen. Haken reinmachen. Unter ich weiß gar nicht, ob sie uns hören kann, wie bei ihrem Headset anschließen. Ja, achso. Moment, wie komme ich nochmal in das? J, genau. Dann auch Beweise oben auf den kleinen Task. Dann kannst du da schon mal abhaken, Gefriertemperatur, dass wir die haben, also ein Kreuz reinsetzen. Okay. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Oder nicht? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Ich glaube, der hat keinen Bock auf Voice. Also, ich glaube, der mag nicht reden. Ich würde gerne mal eine Kerze finden zum Anmachen, sonst muss ich eine holen gehen. Kann man die auch finden im Haus? Ja, manchmal stehen in den Häusern auch Kerzen rum. Okay. Wir sollten Strom haben jetzt. Ich habe den Sicherungskasten gefunden.
Der ist ganz oben im Dachgeschoss. Ah, cool. Ah ja, hier ist auch, der Flur ist jetzt hell erleuchtet. Oh Gott! Oh, Jesus Maria. Mein Gott! Macht doch sowas nicht, Geist! Warum sind Lampen? Wie macht man die an? Da hängen welche unter der Decke. Gibt's hier... Vielleicht irgendwo einen Lichtschalter suchen? Ja, den suche ich ja gerade. Hätte jetzt vielleicht gedacht... Oben vielleicht? Wahrscheinlich, oder? Wenn... Jetzt? Ah ja, jetzt sind sie ja, an. Ja, jetzt sind sie an. Okay. Warum hängen wir jetzt eigentlich alle auf dem Dachboden rum? Achso, hier ist der Sicherungskasten. Ah. Und ich gucke auch immer, ob hier noch so ein, vielleicht so ein Objekt zum Benutzen chillt. So. Weil manchmal ist hier oben auch der das Pentagramm. Ah, okay. Bei dir alles okay, Luna? Ich bis jetzt erst einmal. Ja. Okay. Was hattest du erst einmal? Ein Pentagramm in diesem Spiel. Echt? Ich hab das stimmt nicht. Und jedes Mal schreien alle, nehmt der Dusi die Feuerzeuge weg. Weil ich das immer gerne anmache. ist das dann nicht eher kontraproduktiv? Ja, aber wenn du zum Beispiel ein Foto machen musst vom Geist und der ist kamerascheu, du hast aber ein Pentagramm im Haus, kannst du, da musst du dich quasi opfern für dieses Foto, wenn du Pech hast, aber du kannst den Geist halt in diesem Pentagramm heraufbeschwören. Hm. Und der ist dann dafür eine kurze Zeit gefangen. Also für die Zeit, in der du quasi ein Foto machst. Und da musst du rennen. So, ja, weil der dann raus kann. Ne? Warte mal, haben wir schon ein Geisterbuch? Ich habe keins bis jetzt genommen. Okay, dann würde ich mal eben ein Geisterbuch holen. Und das oben mal ins Badezimmer legen. Woher kommt jetzt die Musik? Welche Richtung? Klassische Musik? Nee, Spieluhr. Wer hat denn eine Spieluhr in der Hand? Das ist eher creepy. Warum hast du eine Spieluhr in der Hand? Oh oh. Er hat die Tür von meiner Nase zugeworfen. Das schlägt bei mir aus. Er ist am Handen. Er hat mir die Tür von der Nase zugeschlagen. Ich wollte gerade mit dem Buch reinkommen. Offensichtlich mag er das nicht. Er hantet nicht mehr. Er hantet nicht mehr. Nee, er hat gerade irgendwen getötet. Luna stirbt. Nein. Was? Oh nein! Nein, doch nicht die Luna als erstes. Oh Mann, der Geist ist aber auch nicht gnädig. Aber wir haben nur EMF4, das kann ich schon mal bestätigen jetzt. Oh nein, das tut mir voll leid, dass es die Luna als erstes erwischt. Ist doch nur Lauras Schuld, weil sie Laura mit der Spieluhr gespielt hat. Die kannte ich noch gar nicht. Nicht? Nee. Ich denke mir so, was ist denn für eine Melodie? Ich bin in der Küche, hab das Licht angemacht, auf einmal höre ich da die ganze Zeit so eine Melodie. Luna? Aber ich. Nein, es tut mir voll leid. Alles gut. Schreib ins Buch, du dämliche Arschgeige. Ich hab sie getötet. Also, ich hatte, wie gesagt, gerade, als ich das. Ich bin ja direkt zum Geist hingelaufen, da oben. Und der stand ja noch da. EMF war maximal auf 4, ne? Oh, oh. Er jagt wieder. Oh, da. Ah, Luna, ich folge dir! Ah! Oh, die Geräusche sind ja voll eklig. Ja, wir sollten mal Sanity fressen, Fabi. Ich bin jetzt erschrocken. Hi. Was bist du? Hi. Ich bin auch tot, ja. Bin ich jetzt eigentlich Mann oder Frau? Du bist eine ich Frau. Ich hab Fingerabdrücke. Ich hab Fingerabdrücke. Oh, Fingerabdrücke. Ich renn direkt hier raus. Oh, Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke haben wir. EMF können wir ausschließen, ne? EMF könnten wir ausschließen, weil ich hatte vorhin nur 4 aus. Okay. Ja, ich auch nur 4. Fingerabdrücke habe ich jetzt, ja. Wie viele Finger hat die? Weil der Mimik ist auch noch mit drin. Ich habe nur einen einzigen Fingerabdruck auf dem Lichtschalter gefunden. Okay. Da ist nur ein einzelner Finger drauf. Hatten wir jetzt ein Geisterbuch? Ich habe es gerade hingelegt, danach wurde ich gestorben. Aber ihr könnt ja mal gucken, im Ballzimmer liegt das Geisterbuch. Danach wurde ich gestorben. Danach wurde ich gestorben, ja, genau. Also ich glaube, es steht noch nichts drin.
Aber ich weiß nicht, ob ich... Also haben wir bis jetzt nur Fingerabdrücke und Temperatur. Genau. Okay. Genau, und EMF kannst du komplett wegmachen, also das ist durchgestrichen, ist rein theoretisch. Oh, er ahntet's. Oh, da ist... Hä? Was können wir denn jetzt als Geist machen? Gar nichts, zugucken. Oh, die Dusi ist auch tot. Dusi ist aber auch genau in den Geist reingerannt. Weißt du, sie kommt hier um die Ecke und der Geist kommt aus dem Badezimmer und geht um die Ecke. Ich dachte halt, der, also vom Geräusch her hat sich das angehört, als wäre der Geist halt hinter mir so. Okay, schwierig. Also du bist jetzt... Ich nehme erstmal eine Kerze und stelle eine Kerze hin, dass er die vielleicht auspustet. Ich hab oben schon eine Kerze stehen. Da, wo Luna gestorben ist, ist eine Kerze. Wo war denn das? Da hinten? Den noch gar nicht gesehen. Er huntet, glaube ich, immer noch oder schon wieder. Oh. Ja, er läuft. Okay, ja, ich hab ihn jetzt gesehen. Er läuft bei der Treppe, er ist gerade in dem Schlafzimmer. Er hat den Hasen weggeworfen. Eine alte Frau ist das. Sie läuft den Flur runter. Und sie ist weg. Oh Gott, du wärst hier genau in die Arme gelaufen, Fabi. Wo war denn das Geisterbuch? Das liegt im Badezimmer. Schreibe was ins Buch. Ja, er schreibt nicht. Ich stehe gerade vorm Buch. Ich vermute fast, dass es ein Dämon ist. Du bist immer sehr schnell bei den Dämonen, ne? Du sie? Ja, weil die sehr viel handeln und sehr aggressiv sind. Und die ist sie handelt wieder. Oh. Die ist im Badezimmer und kommt jetzt den Flur runter. Kruzifix in der Hand. Geh weg. Die kommt. Achtung, sie ist da. Sie ist da. Hey, ich hab das Kruzifix nach dir geschmissen. Ah, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Nee, nicht wirklich. Dabei war es eine Aufgabe. Verdammt, das Spiel hat mich verarscht. Haha, wahrscheinlich so der Azubi. Haha, voll verarscht. Und ich glaube, ich muss mal deinen Stream ausmachen, weil mein Spiel laggt übelst. Ja, kein Problem, mach den Stream ruhig aus. Ich glaube, das macht mein Laptop nicht mit. Nee, ist ja kein Thema. Ich habe jetzt den Geist während einer Jagd bekommen, weil dieses Verwenden das Kruzifix, um den Geist an einer Jagd zu hindern. Wie soll das denn funktionieren dann? So, also Geisterbuch hat er, glaube ich, auch nicht gemacht, ne? Ne, das interessiert ihn halt nicht, ne? Ich nehme jetzt mal das Gerät damit zum Sprechen und ich nehme, warte, das auch. Videokamera wäre noch ganz interessant, glaube ich, ne? Also die Geisterbox hatte bei mir nicht funktioniert. Ich stand vorhin eine ganze Weile im Badezimmer und habe mit der Geisterbox interagiert. Da hat er nicht drauf reagiert. Dann nehme ich mal ein DOT mit, ich weiß aber, wo er langläuft, ne? Also eigentlich kann es nur der Hantu sein, wieder. Weil wenn ich EMF ausschließe, Geisterbox ausschließe und Geisterbuch ausschließe und Gefriertemperatur und Fingerabdrücke anhake, dann kannst du der Hantu sein. Wir können sonst auch Risiko gehen. Einmal kurz nach, hat schon wer nach dem Geisterobst geguckt schnell? Nee, Geisterobst glaube ich nicht. Dann gucke ich nochmal schnell nach Geisterobst. Also ich würde das Risiko eingehen, damit wir nicht alle sterben. Der ist halt schon echt aggro gerade. Ja, ich habe gerade die Sanity-Pillen genommen, deswegen ist mein Sanity gerade relativ hoch. Weil da waren ja noch 3 Stück. Oh. Also der kommt, wenn er huntet, fängt er immer im Ballzimmer an. Also eigentlich müsste er eine Orb haben, also der Hantu. Ein Orb.
Laptop sehe ich noch nirgendwo. Hm. Mit meinen Geisteraugen sehe ich leider auch nichts. Hm. Ja. Also oben ist keiner. Ich gehe noch einmal unten gucken. In der Mittel-Etage ist auch keiner. Was war denn, warte mal, wenn ich jetzt gucke, Beweise, wenn ich die Geisterbox nochmal wieder rausnehme, dann könnte es theoretisch auch ein Mimik sein. Was braucht der Mimik denn noch? Achso, ja, logisch, die Geisterbox. Aber bei mir hat er vorhin nicht darauf reagiert, auf die Geisterbox. Und ich war ja schon. Nimm mich nochmal rein, die Geisterbox. Versuch's noch einmal, solange man Sehnchen noch halbwegs hoch ist. Die Kerze ausgeblasen, glaube ich. Echt? Ist das denn abgehakt? Gerade im Weiß ich nicht, aber da war eine Kerze, hätte ich eigentlich angezündet, die ist aus. Hm. Nee, komisch, nicht abgehakt. Vielleicht kann das auch so passieren, durch mit Durchzug oder so? Ich weiß es nicht. Na, bist du noch da? Fabi, du bist gemutet in Discord? Ja, weil ich gerade um den Hals geredet habe, ich wollte euch nicht nerven. Ah, okay, achso, okay. Nicht, dass du da bist versehentlich du da? Aufgekommen bist. Warte, wo war denn, Mann? So, hier ist das Badezimmer. Geist, bist du da? Zeige dich. Oh, oh. Okay, ich bin am Arsch. Oh, oh. Oh, Alter, wie die gerade rennt. Lauf, 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 lauf. Die ist hinter dir. Ich vermute immer noch, dass es ein Dämon ist. Ist das so spät? Es tut mir so leid. Ah. Okay, ich hätte keine Ahnung, was es ist. Das Problem ist, ich habe keinen Orb gesehen. Er hat nicht auf das DOT reagiert. Was sind denn Orbs eigentlich? So kleine weiße fliegende Bälle. Also wirklich pixelklein. Und wenn du durch eine Kamera schaust. Es ist wahrscheinlich Mimik gewesen. Und du im. Also wenn du durch die Kamera schaust. Doch, Handtuch, du hast recht gehabt. Doch ein Handtuch? Ah, okay. Ja. Dann fliegen die da rum, wenn du Glück hast. Und dann sieht man die halt. Ja, ich glaube, man muss. Manchmal muss man einfach ein bisschen auf Risiko gehen, glaube ich. Aber ist ja egal. 32 habe ich jetzt bekommen, hey. Antu. Hey, Domania. Geilo.